Guten Morgen, ihr Lieben. Heute steht unsere Tageslosung in Daniel 6,11. Daniel hat an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott. Wie betest du und wann? Hast du feste Zeiten? Morgens nach dem Aufstehen, mittags oder abends, wenn du zu Bett gehst? Oder vergisst du Gott an manchen Tagen und redest gar nicht mit Gott? Habt ihr Stillschweigen? Denk daran, Gebet bewirkt etwas in dir und deinem Gott. Der Lehrtext kommt heute aus Römer 12,12. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Egal wie du drauf bist, bete einfach und bleib in Kontakt, in Freude und in Trauer. Bleib beständig, beharrlich. Lass nicht zu, dass du dein Gebet verpasst. Ohne dem kann Gott dir nicht helfen. Bleib mit Gott in Kontakt. Amen. Ja, das hier ist so meine stille Ecke. Ja, warum ist es so wichtig, die zu haben? Es ist überhaupt nicht wichtig, eine stille Ecke oder ein stilles Zimmer zu haben, um zu beten. Das ist Quatsch, weil es gibt Menschen, da kannte ich einen Dozenten von mir, der hat zum Beispiel unablässig gebetet, also andauernd, selbst beim Spazierengehen. Das hat sich nachher für ihn als das beste Gebet oder die beste Gebetszeit am Tag überhaupt sich rauskristallisiert. Und so muss jeder das selber wissen, wo er sein Gebet vollzieht oder ob er es überhaupt vollzieht, ob er überhaupt sich besinnt und sozusagen über die Beziehung zu Gott nachzudenken, zu kommunizieren. Denn Gebet heißt ja nichts anderes wie sprechen mit Gott. Und was halt schön ist, wenn du mit Gott sprichst, dann bist du ja ruhig und du siehst die Geschichten, um die du bittest, in ganz anderen Realisationen. Und von daher, das muss jeder so machen, wie er denkt. Für mich hat sich das herauskristallisiert, dass das für mich die beste Möglichkeit ist, mich hier zurückzuziehen, in mich zu gehen, für den gestrigen Tag zu danken, für das Heute zu bitten, für Menschen zu beten, die mir am Herzen liegen, wo ich mir Sorgen oder Gedanken machen. Sorge ist ein Quatsch, denn man legt es ja sowieso in Gottes Hand. Und das ist meine Art und Weise, damit umzugehen. Ja, ich gestehe, ich mache das täglich. Irgendwann habe ich mich daran gewöhnt, weil es auch so eine Vorbereitung für den Tag irgendwo ist, weil sich daraus dann auch Dinge ergeben. Wenn ich jetzt zum Beispiel um Menschen bitte, dass ich dann auf einmal den Impuls verspüre, diese Menschen auch anzurufen oder ihnen einen Brief zu schreiben oder ein Paket zu schicken oder ja, einfach nur für sie zu beten. Und wenn ich mich bedanke, dann ist es ja im Grunde genommen genauso, dann macht sich in mir auch so eine Freude breit und ein Frieden, weil ich einfach weiß, Mensch, dafür kannst du überall danken, dass es dir jetzt alles schon wieder Gutes widerfahren, dass man einfach reflektiert, wie gut man es doch im Leben auch hat, trotz Erkrankung, trotz vielleicht Isolation, trotz was man alles so um sich herum hat. Also mir hilft es, an einem gewissen Punkt in die Stille zu gehen, mit Gott zu sprechen, zu bitten, zu danken, zu loben, zu preisen. Manchmal musiziere ich danach dann auch, weil es mir einfach gut tut, ob man es kann oder nicht. Das ist ja völlig egal, weil es geht ja darum, einfach, andere würden es sagen, zu meditieren, zur Ruhe zu kommen, zu reflektieren. Und mir geht es darum, vor allem in Beziehung mit Gott zu stehen. Und deshalb nennen wir Christen es ja auch Gebet. Und wenn mir manchmal gar nichts einfällt, dann bete ich auch tatsächlich an dieser Stelle das Vaterunser und beruhige mich so und komme so runter. Ja,
Das wollte ich euch mitgeben. Ihr Lieben, das Bibelbäumchen wurde geschüttelt. Vorher habe ich aber einen ganz schönen Spruch von Franz von Sales. Und zwar ist das ja ein Bischof Anfang 16. Jahrhunderts aus Frankreich. Und dieser Bischof hat immer gesagt, täglich eine halbe Stunde auf Gott zu horchen ist wichtiger, außer wenn man sehr viel zu tun hat. Dann ist eine ganze Stunde nötig. Ja, und unser Bibelbäumchen habe ich geschüttelt und habe gefunden im Lukas, dem 18. Kapitel, der Vers 1, wie wichtig es ist, unermüdlich zu beten und dabei nicht aufzugeben, machte Jesus durch ein Gleichnis deutlich. Und dieses Gleichnis, das möchte ich euch kurz erzählen. In einer Stadt lebte ein Richter, dem Gott und die Menschen gleichgültig waren. In derselben Stadt lebte auch eine Witwe. Diese bestürmte ihn Tag für Tag mit ihrer Not. Verhilf mir doch endlich zu meinem Recht. Tja, und wie ging es weiter? Lange Zeit stieß sie bei ihm auf taube Ohren. Aber schließlich sagte er sich, mir sind zwar Gott und die Menschen gleichgültig, aber diese Frau lässt mich einfach nicht in Ruhe. Ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich werden. Und Jesus, der Herr, erklärte dazu, ihr habt gehört, was dieser ungerechte Richter gesagt hat. Wenn schon er so handelt, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen schnellstens helfen. Die Frage ist, wird der Menschensohn, wenn er kommt auf der Erde, überhaupt noch Menschen mit einem solchen Glauben finden? Im Gebet sprechen wir zu Gott, unserem Vater und zu Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn. Wir kommen mit unseren Sorgen und Nöten, aber auch mit Freude, Dank zu Gott. Auch Jesus hat oft zu seinem Vater gebetet. Er forderte auch uns auf, alle Zeit zu beten und darin nicht nachzulassen. Und so lehrte er seinen Jüngern das Vaterunser. Und das wollen wir jetzt zum Tagesabschluss beten. Vorher zünden wir eine Kerze an, weil Jesus Christus unser Licht in der Dunkelheit ist. Wir falten unsere Hände und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Herr, gib uns immer Worte, um mit dir reden zu können. Lass es uns immer leicht fallen, weil du unser Gott bist. Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Habt Freude, habt Spaß. Gott segne euch, bleibt behütet. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen. Tschüss.